Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen. Das ist irritiert da auch immer. Irgendwo reflektiert, wahrscheinlich die Lampe, reflektiert das Licht, wenn ich mich bewege, gibt es dann immer einen Schattenwurf an der Wand. Und ich denke, dann steht mal jemand hinter mir. Na, wie auch immer. Ein wunderschön. Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde. Simon the Sorcerer 4. Ne? Chaos ist das halbe Leben. Chaos happens. Wir sind aus dem Totenreich gekommen. So viel weiß ich noch. H ist das, okay. Hier ist nichts weiter passiert, wie scheint. F5 ist speichern. Das funktioniert auch noch. Das ist gut. Ja, das kann morgen witzig werden. So, lass mich mal kurz gucken. Wir sind jetzt hier. Was müssen wir eigentlich überhaupt machen? Ist doof, dass das Journal so schwierig zu beschaffen. Papiere für einen Doppelgänger, okay. Ich muss ihn rausholen. Okay. Da drin. Huch, was? Da drin wohnt ein goldgieriger, großmäuliger, kleiner Drache. Oh, die Tür ist offen. Oh Gott, Kiste mit Krimskrams, nehme ich gleich mit. Ich stecke die schwarzen Kerzen besser ein, ehe sie in falsche Hände geraten. Alan Wake. Alan Wake. NG Plus. So, was haben wir jetzt mitgenommen? Ich habe gar nicht gehört. Schwarze Kerzen, das ist immer gut. Totes Huhn. Schwarze Kerzen, Grab bei Gaben, geschwarze Herzen. Nein, wir spielen das New Game Plus mit etwas... Da steht zurück zum Absender drauf. Wer verschickt denn sowas mit der Post? Ein bisschen feucht machen und in Salz wälzen. Was, mit der Post? Oh. Ich stecke diesen riesigen Genehmigtstempel, der in der Kiste liegt, mal ein. Man weiß nie, wann man mal einen Antrag genehmigen muss. Der Stempel ist aus Knochen hergestellt. Kein Wunder, dass der Cerberus so gerne darauf herumkaut. Oh, den können wir, glaube ich, gebrauchen. Coole Deko. Damit könnte ich auch meinem schnöden Jugendzimmer noch sehr viel Charme verleihen. Jugendzimmer? Sagt man das heute überhaupt noch? Wow! Tartarus, Olymp, Nirvana, Jenseits, Hölle, Paris, New York. Hey, da wollte ich immer schon mal hin. Apropos, warte mal. Sehr gut. Auf dem Formular ist nun ein Genehmigtstempelabdruck. Das ist ein bisschen ein Vampirkatz, was ist denn hier los? Hallo, mein Sohn. Was kann ich für dich tun? Bin ich dein Sohn? Das geht auch. Oder klein. Was ist das hier für ein komischer Tempel? Dies ist der Tempel des Ordens der Brüder und Schwestern, welche die Verstorbenen in der Totenwelt verehren, auch wenn die davon nicht mehr viel mitbekommen. Mhm. Wisse, mein Sohn, du befindest dich auf heiligem Boden. Heiligen Boden. Das klingt großartig. Der Tempel gehört also einem vollkommen übergeschnappten Totenkult? Übergeschnappt? Schau dich mal selbst an mit deinem albernen Hut. Das mit dem Totenkult stimmt aber. Wir kümmern uns um alle Toten, die den Weg ins Totenreich gefunden haben. Okay. Guck mal, wie groß die Kerze hier hinten ist. Oh, das ist der Fahrstuhl, der zur Cerberus runtergeht, oder? Oh. Ihr verehrt also die Toten? Ist ja irre. Wie macht ihr das genau? Ganz einfach. Wir schicken den Toten Speis und Trank in die Totenwelt. Da werden sich die Toten aber freuen. Aber wozu brauchen sie das Zeug in der Totenwelt? Nun, das benötigen sie eben, damit es ihnen an nichts mangelt. So steht es in unserem Totenbuch. Von deinen Brüdern und Schwestern ist ja nicht viel zu sehen. Haben die heute Betriebsausflug? Nun ja, einige Leute...
Leute haben uns verlassen, einige wurden aber auch befördert. Du meinst, sie sind gestorben? So mag dieser Vorgang auf nichtsahnende Normalsterbliche wohl wirken. Andere unserer Mitglieder wiederum haben dem Orden zeitweilig den Rücken gekehrt, um das Dasein der Lebenden zu erforschen. Gelegentlich kommen sie vorbei und berichten mir von den Fortschritten ihrer Studien. Aha, euer Totenkult ist also auf dem absteigenden Ast. Du bist wohl der Letzte, der noch die Stellung hält. Jetzt übertreibst du aber. Es handelt sich nur um eine vorübergehende Schwächung der aktiven Mitgliederbasis. Das wird sich bald ändern, wir liegen im Trend. Naja, da ist was dran. Der allgemeine Trend des Lebens zeigt klar in Richtung Tod. Aber ob das eurem Kult weiterhilft? Hat der Fahrstuhl auch irgendwas mit eurem schrägen Kult zu tun? Das ist kein gewöhnlicher Fahrstuhl. Er führt direkt hinab ins Totenreich. Damit schicken wir alle Gaben zu den Toten. Neben Nahrung auch andere Bedarfsgüter wie Genussmittel, Hygieneartikel und frische Socken. Oh, das ist wirklich sehr nobel von euch. Und was schicken die Toten dafür zurück? Leider nichts. Nicht einmal Spendenquittungen. Das ist sehr schade, denn gegenüber den Finanzbehörden würde uns das sehr helfen. Das war früher einmal anders. Mhm. Da haben die Toten sich wenigstens noch bedankt. Ah, vielleicht ist da unten was blockiert. Aha, ich ahne was. Dieser miese Köter Cerberus blockiert den Fahrstuhl. Das wird sein. Und eine Katze. Ich müsste mal eben den Fahrstuhl benutzen. Untersteh dich, der Fahrstuhl zur Totenwelt ist unser größtes Heiligtum. Ich müsste dir nach unseren Ordensregeln sogar die Finger abhacken, wenn du den Fahrstuhlknopf berührst. Niemand außer den Mitgliedern des Ordens darf sich diesem Mysterium nähern. Okay. Ich muss weiter. Oh, wir können die anfassen. Ich muss nur schnell genug sein, dann kann ich sie bestimmt in den Schacht schubsen. Hände weg von meinem Kätzchen, Sterblicher. Ah! Okay, was ist das? Können wir auch aufmachen. Das Fenster ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet worden. Die Fensterscharniere bewegen sich keinen Millimeter. Haben wir Öl? Ein paar Tropfen Öl wirken immer Wunder. Okay, lassen wir etwas Licht herein. Ja, wie gefällt dir das, Vampirkatze? So hatte ich mir das gedacht. Bye bye, Dracula Kitty. Okay. Wie ist das jetzt? Die Fahrstuhlmechanik sieht ziemlich eingerostet aus. Können wir die Papiere einfach runterwerfen? Nein, das geht nicht. Nicht? Na klar. Weg, weg, das ist Frevel. Wo? Wer ist Frevel? Ich sehe hier niemanden. Und was ist Frevel überhaupt für ein bescheuerter Vorname? Weg, weg. Wo? Okay. Haben wir hier irgendwo... Ach, warte mal. Weg, weg, das ist Frevel. Wo? Wer ist Frevel? Ich sehe hier niemanden. Und was ist Frevel überhaupt für ein bescheuerter Vorname? Weg, weg, das ist Frevel. Wo? Wer ist Frevel? Ich sehe hier niemanden. Und was ist Frevel überhaupt für ein bescheuerter Vorname?
Geht das nicht? Napf ist Hundekuchen. Jemand muss ihn sehr gern haben. Oh, warte mal. Weg, weg, das ist Frevel. Wo? Wer ist Frevel? Ich sehe hier niemanden. Und was ist Frevel überhaupt für ein bescheuerter Vorname? Irgendwie müssen wir den, glaube ich, überzeugen, dass wir... Weg, weg, das ist Frevel. Wo? Wer ist Frevel? Ich gehe mal raus. Hallo? Keiner da. Oder ich muss erst mit ihm fertig reden hier? Hallo, mein Sohn. Was kann ich für dich tun? Kommst du dir nicht doof vor, als Letzter hier herumzustehen? Ach, wie recht bestimmt. Du hast. Aber es kommt einfach niemand, um mich abzulösen. Die Studien des diesseitigen Lebens, die unsere Brüder derzeit vornehmen, scheinen sehr anstrengend zu sein. Vor allem die Themen Frauen, Alkohol und Partys sind bislang stark von der Forschung vernachlässigt worden. Aha. Aha. Mein Tipp, geh nach Hause. Deine Brüder siehst du nie wieder. Aber das erlauben die Ordensregeln nicht. Es muss immer jemand den Fahrstuhl bewachen. Wenn die Toten etwas benötigen, müssen wir es ihnen beschaffen. Ach, wie gerne würde ich meinen wohlverdienten Ruhestand antreten, aber es geht einfach nicht. Okay, ich glaube... Du suchst also nach einem Nachfolger. Und wie? Aber zuerst müsste ich einen Novizen weihen und ihn in die Mysterien des toten Fahrstuhls einweisen. Du hast nicht zufällig Interesse, dein Leben einer solchen erfüllten Existenz zu widmen? Ich soll hier am Fahrstuhl zu Lebzeiten verrotten? Das klingt ja verlockend. Was müsste ich tun, um Novize zu werden? Oh, zum Novizen eignet sich längst nicht jeder. Ach so, na dann. Wir können nur Leute gebrauchen, die in der Lage sind, mit dem Totenreich in Kontakt zu treten. Dieses Talent haben heutzutage nicht allzu viele Menschen. Wenn's weiter nichts ist, ich soll also mit meinem toten Kanarienvogel plaudern? Etwas enger sollte die Bindung an das Totenreich schon sein. Darauf bestehen die Regeln des Ordens. Leider wachsen junge, hoffnungsvolle Kandidaten mit einem Faible für unsere Verblichenen nicht gerade an den Bäumen. Okay, warte mal. Ich muss weiter. Vielleicht geht's jetzt. Hallo, Simon. Kannst du mich hören? Hallo, Simon. Bist du das? Ja, ich bin hier oben. Alles klar da unten? Ja. Das ist unglaublich. Ich habe noch niemals jemanden erlebt, der so direkt mit den Toten sprechen kann. Tja. Tja, ich bin eben ein Naturtalent. Kann ich jetzt Novize werden? Novize? Warum so bescheiden? Machen wir es kurz. Hiermit ernenne ich dich zum Meister des Ordens der Brüder und Schwestern, welche die Verstorbenen in der Totenwelt verehren, auch wenn die davon nicht mehr viel mitbekommen. Meister? Hört sich gut an. Ich war schon immer der Meinung, dass ich viel zu selten Meister genannt werde. Dann werde ich nun also in den Ruhestand gehen. Auf Wiedersehen in der Ewigkeit, Meister Sai. Bis dann. Viel Spaß beim Party machen. Besuch mich mal. Cool. Ich habe meinen eigenen Kult geerbt. Okay. Ja, was hat er denn da eigentlich? Achso, die Scheibe. So, jetzt können wir bestimmt die Anträge in den... Ich lege das Formular auf die Transportfläche. Dieser durchgeknallte Ordnungsfreak wird es schon finden. Was ist das denn?
zwei abgestempelte und offiziell genehmigte Anträge auf Entlassung aus dem Totenreich? Hey, die sind ja für mich und den König ausgestellt. Aber wir können die benutzen. Nun, ich habe zwei ordentlich abgestempelte Anträge, also quasi eine offizielle Genehmigung, um die Totenwelt zu verlassen. Das Ganze kommt mir natürlich schon etwas seltsam vor. Nein. Andererseits, was kümmert es mich, solange die Papiere in Ordnung sind? Korrekt. Er wollte uns doch hoffentlich nicht zurücklassen. Nein. Aber niemals, eure Durchlaucht. Kommt schnell, die Oberwelt wartet. Und keiner kriegt was mit. Na endlich, da seid ihr ja. Ich hoffe, das hat alles seine Richtigkeit gehabt mit dem Formular, Simon. Nicht, dass unser Akt des Verlassens der Totenwelt uns womöglich in eine rechtliche Grauzone geführt hat. Mach mich nicht wahnsinnig. Wen interessiert denn sowas? Wir sollten lieber schauen, was Kalaba in der Zwischenzeit angestellt hat. Wir sind uns sicher. Der Verräter hat sich zwischenzeitlich den Thron angeeignet. Dagegen müssen wir sofort vorgehen. Und danach werden wir Thronraub sofort verbieten lassen. In der Tat. Und als erstes sollten wir den Tempel verlassen. Die Atmosphäre finde ich zu bedrückend. Das ist doch super hier. Oh nein, nicht der schon wieder. Wie ich sehe, suchst du deine Freunde auch unter Brückentrollen. Hey, einige meiner besten Freunde sind Brückentrolle, aber dieser hier nervt einfach und seine Preisvorstellungen sind völlig überzogen. Ach, das stimmt doch gar nicht. Von dir möchte ich nichts, rein gar nichts. Nicht mal eine Tonne Gold, nicht zwei, nicht fünf, nein. Ich lasse dich, mieses kleines Stinktier, überhaupt nicht über die Brücke und deine Freunde auch nicht, basta. Der Troll ist völlig verbittert, Simon. Du musst ihm ja übel mitgespielt haben. Ich? Du musst wissen, mein Doppelgänger hatte eine schwere Kindheit. Die hatte ich auch, oh ja. Mein Vater versohlte mir immer den Hintern, wenn ich unartig war. Und meine große Schwester hat mir immer mit dem Finger ins Auge gestochen. Das ist ja furchtbar. Meinen Doppelgänger hat die Verbitterung dazu gebracht, ein Trauma gegenüber Brückentrollen zu entwickeln. Seine Aggressivität Trollen gegenüber ist krankheitsbedingt. Wir bitten, das zu entschuldigen. Es kommt sicher nie wieder vor. Reicht euch die Hand zur Versöhnung. Du hast recht. Wie konnte ich nur so hartherzig sein? Na, siehste. Etwas an deinen Worten hat mein Herz berührt. Ich werde... Was redet ihr für ein Blech? Ich hatte keine schreckliche Kindheit. Mir ging es immer gut. Ich durfte abends so lange fernsehen, wie ich wollte. Brückentrolle hasse ich einfach, weil sie komplett überflüssig sind. Ach, so ist das. Keine schreckliche Kindheit, keine Versöhnung. So einfach. Es bleibt also dabei. Ihr werdet nicht passieren. Heute nicht, morgen nicht. Übermorgen nicht. Nie. Nun machen wir diesem Schauspiel ein Ende. Als König befehlen wir ihm, die Brücke unverzüglich zu räumen. Hä? Du willst der König sein? Nee. Da kann ja jeder kommen. Mein König heißt Kalaba. Ich weiß nicht mal mehr, wie der letzte von euch Kerlen überhaupt hieß. Er kennt unseren Namen nicht? Das verbieten wir uns. Nein, wir verbieten es am besten, den Namen des Königs nicht zu kennen. Schluss damit. Lasst uns einen Weg suchen, ihn von der Brücke zu putzen. So langsam verstehe ich, was du meinst, Doppelgänger. Okay. Wir kommen hier nämlich nicht weg. Merkst du nicht, dass du störst? Okay, warte mal hier. Ich wollte mich für meine Gemeinheiten entschuldigen. Danke, das tut meiner geschundenen Trollseele gut. Mein Vater hat immer gesagt, wenn dir jemand die Hand zur Entschuldigung reicht, dann schlage ein. Ein wahrer Philosoph, dein Vater. Moment, es geht noch weiter. Dann hältst du die Hand ganz fest und reißt sie ab. Ich möchte dir versichern, dass ich dich von nun an in Ruhe lasse. Versprochen. Aha, du kannst mir viel erzählen.
und nachher linkst du mich wieder. Wie willst du denn beweisen, dass du ehrlich bist? Ich könnte dich mit einem zusätzlichen Seil sichern, damit du nicht wieder in die Schlucht fällst. Ah, und was bringt das? Du kannst nicht mehr abstürzen. Ist das keine großartige Absicherung? Schaden kann es jedenfalls nicht. Also gut, dann binde das Seil an meinem Fuß fest. Zu dumm, dass ich kein Seil dabei habe. Darum werde ich mich kümmern müssen. Ah, okay, warte mal. Da gab's kein Seil. Nee. Hier gibt's auch keins. Hat die Oma irgendwas zu besten? Ich bin zum Plaudern aufgelegt. Okay. Ein Kleiderschrank. Natürlich nicht für Dimensionsreisen geeignet, so wie meiner. Moment. Das Bettlaken ist schon dermaßen zerfleddert, dass es fast von selbst in dünne Streifen zerfällt. Da muss ich nicht viel nachhelfen, um ein prima Seil daraus zu machen. Dann machen wir's so. Weil es gibt ja nicht viel zu gucken. Es gibt den Ort, den Wald und die Oma. Und das Laken. Ich könnte dich mit einem zusätzlichen Seil sichern, damit du nicht wieder in die Schlucht fällst. Ah, und was bringt das? Du kannst nicht mehr abstürzen. Ist das keine großartige Absicherung? Schaden kann es jedenfalls nicht. Also gut, dann binde das Seil an meinem Fuß fest. So, und schon ist das Seil befestigt. Jetzt bist du sicher wie noch nie. Niemand kann dich mehr in die Schlucht werfen. Wehe, das ist ein Trick. Dann dreh ich dir den Hals um. Nein, tu's nicht. Nein. Oh, wehe. Das ist eine gute Idee. Ich war's nicht. Okay, jetzt geht's ab. Bye-bye, blöder Troll. Ah, Hilfe! Ah, wir fahren! Das hätten wir. Es ist schrecklich, was wir getan haben. Und es ist außerdem Unrecht. Blödsinn. Das war waschechte Notwehr. Auch wir denken, dass in diesem Fall der Zweck die Mittel heiligt. Wir sollten nun keine weitere Zeit verlieren und zur Burg zurückkehren. Wir werden Kalava zeigen, wer der wahre König ist. Wir. Und hier lauert gleich das nächste Problem. Euer Majestät gilt als tot. Es wird nicht so leicht sein, den braven Wachen und euren Untertanen zu erklären, dass ihr aus dem Totenreich zurückgekehrt seid. Unsinn, davon weiß ja keiner irgendwas. Ich hoffe, du bist nicht so ehrlich, allen davon zu erzählen. So dumm bist nicht mal du. Aber wir müssen aufpassen und zuerst Erkundigungen in der Stadt einziehen. Am besten so, dass wir rasch fliehen können, falls es nötig wird. Es ist entwürdigend für uns, solche Rücksichten zu nehmen. Aber wir sehen ein, dass Vorsicht hier angebracht ist. Ich schlage vor, wir begeben uns zum Stadttor. Der König steht hier viel zu auffällig herum. Er muss dringend von der Straße. Am besten zerre ich ihn in den nächstbesten Laden. Hey, das ist ja Alex' Geschäft. Ja, dann rein mit ihm. Was möchte er von uns? Euer Durchlocht, sei er so gut und beehre er diesen Ort des Wunders mit seiner Gegenwart. Dieser Laden hält alle Absonderlichkeiten der Zauberkunst für ihn bereit.
Wir werden darüber nachdenken. Fasse er sich in Geduld. Warum warten? Immerhin wollen wir ihm helfen, die einzige so gut wie freie Stelle zu besetzen, die seiner Qualifikation gerecht wird. Wir vergaßen. Natürlich. Öffne er mir die Tür. Vorsicht, Stufe! Sonst gibt's gleich einen ganz und gar unköniglichen Anblick. Okay. Was ist dies für ein Teufelsgerät? Es ist eine Instant-Maschine. Wir verstehen nicht. Er werde deutlicher. Damit lassen sich verschiedenste Sachen in Pulver verwandeln. Angeblich kann man sogar Lebewesen reinstecken. Soll ich es euch demonstrieren? Er spricht von Lebewesen, die zu Pulver gemahlen werden? Dieses Gerät ist uns unheimlich. Sobald wir wieder auf dem Thron sitzen, lassen wir es verbieten. Hoppla! Hey! Hilfe! Was tut er? Oh! Ups, war ich das? Jetzt können wir uns in der Praxis davon überzeugen, ob die Maschine wirklich so gefährlich ist, dass sie verboten gehört. Hey, das ist eine Aufgabe für jemanden mit einem überragenden Zaubertalent. Also für mich? Lieber nicht. Wenn es schief geht, bin ich nachher schuld. Das soll lieber ein anderer machen. Krieg ich den da nicht raus? Ups.